Eine Sonnenallergie ist eigentlich eine Überreaktion der Haut auf Sonne. Sie können es vergleichen mit einem Muskelkater der Haut, wenn die Haut zu viel Sonne auf einen Schlag empfängt. Die Sonnenallergie ist bei mir zum ersten Mal aufgetreten, als ich noch ein kleines Kind war. Ich kann mich zwar nicht mehr genau daran erinnern, wann das erste Mal war, aber ich habe es eigentlich schon mein ganzes Leben lang. Sonnenallergie kann viele Formen haben. Lustigerweise sind die Formen beim einzelnen Menschen meistens gleich, aber vom einen zum anderen Menschen sehr verschieden. Es können Knötchen sein, Bläschen sein, Blasen, geschwollene Stellen. Viele verschiedene Formen kommen vor. Die Symptome, die sich zeigen, sind eigentlich vor allem Ausschlag. Also es beginnt damit, dass meine Arme vor allem zuerst rot werden und dann bildet sich danach ein Ausschlag, so nach etwa 30 oder 60 Minuten. Der wichtigste Auslöser für eine Sonnenallergie ist die ungewohnte Haut, die mit einem Übermaß an Sonne konfrontiert wird. Offensichtlich spielt auch das Alter eine Rolle, weil die Sonnenallergie oft bei jüngeren Erwachsenen auftritt. Und auch das Geschlecht scheint eine gewisse Rolle zu spielen, weil Frauen häufiger als Männer betroffen sind. Ich habe gemerkt, dass vor allem Chlorwasser oder auch einfach Schweiß den Ausschlag der Allergie beschleunigen. Meistens kommt es nach wenigen Stunden in einem Übermaß an Sonne zur ersten Reaktion der Haut. Am Abend oder in der Nacht des Sonnenbades kann es dann zu Rötungen kommen, Juckreiz, Schwellung der Haut, einzelnen Knötchen, Knoten, Bläschen und Blasen, die auftreten können im Feld, das von der Sonne belichtet wurde. Die Regionen, die bei mir am meisten betroffen sind, sind vor allem zuerst hier bei den Armbeugen. Und in den Beinbeugen kommt das natürlich auch vor. Was auch sehr schnell betroffen wird, sind die Knie. Und wenn ich dann länger in der Sonne sitze, dann zieht es sich auch über die ganzen Beine und Arme. Die Sonnenallergie betrifft vor allem Körperregionen, die die Sonne nicht so gewohnt sind wie andere Stellen. Das Gesicht ist relativ selten betroffen, weil es eigentlich das ganze Jahr, jeden Tag der Sonne etwas ausgesetzt ist. Es ist ratsam, einen Spezialisten aufzusuchen, wenn die Sonnenallergie Ihnen im Alltag so Probleme bereitet, dass Sie sich wünschen, sie wäre nicht da. Es kann Leute geben, die mit ihren Ferien Probleme haben, die ihren Urlaub nicht genießen können wegen einer Sonnenallergie. Es gibt auch Leute, die im Alltag bei täglichen Verrichtungen gestört sind durch die Sonnenallergie. Wenn Sie also eine Einschränkung Ihrer persönlichen Lebensqualität verspüren, dann ist es Zeit, einen Spezialisten für Abklärung und Beratung aufzusuchen. Wenn Sonnenallergie auftritt, juckt und brennt, dann kann man in erster Linie innerlich Tabletten, sogenannte Antihistaminika-Tabletten nehmen, die teilweise den Juckreiz bessern. Und man kann äußerlich kortisonhaltige Salben und Cremes auftragen, die die Entzündung stark bremsen. Andere lindernde Mittel können kühlende Lotionen sein oder Schwarzteeumschläge, die ebenfalls die Beschwerden erträglicher machen. Was ich bis jetzt gemacht habe, ist einfach über den Mittag nicht gerade direkt mich der Sonne auszusetzen, oder einfach meine Haut zu beobachten, wie sie reagiert auf die Sonne. Sonnenallergie ist eigentlich ein Muskelkater der Haut auf ein Übermaß an Sonne. Genau wie beim echten Muskelkater lässt sich eine Sonnenallergie am besten durch eine schrittweise Gewöhnung mit vielen häufigen kleinen Sonnenexpositionen vermeiden, sodass die Haut mit der Zeit in der Lage ist, ein Maß an Sonne zu vertragen, wie es auch im Sommer erreicht wird. Wem das alleine Schritt für Schritt nicht gelingt, dem kann der Dermatologe mit einer Lichthärtung mit dreimal wöchentlichen Besuchen über mehrere Wochen helfen, eine solche Gewöhnung der Haut zu erreichen.